Hallo und Servus bei unserem YouTube-Channel. Heute wollen wir euch unser Stickel 37 zeigen. Ganz frisch angeliefert, ganz neu, das erste, das es überhaupt gibt bei uns in Österreich. Wir haben uns entschieden, wieder für ein modernes Grau mit der Tick-Scheuerleiste und oben in dem schönen Cremeweiß. Ich sitze hier jetzt gerade auf meinem Lieblingsplatz von der E-Spirit. Von da kann man sich gemütlich anlehnen und kann während der Fahrt dann hinten rausschauen ins Wasser. E-Spirit ist eben das vorher benannte 37er Stickel, das extra, so wie alle Stickel, nur als Elektroboot gebaut und produziert wird. Also es ist auch designt, um ein Elektroboot zu sein. Geringer Reibungswiderstand und breiter Körper, dass es schnell fährt. Es ist 7,30 Meter lang, 2,30 Meter breit. Hier am Heck haben wir die riesen Badefläche, können gemütlich liegen, auch uns am Abtrocknen. Da ist ein Stauraum drunter, wo wirklich viel hineinpasst. Fender, Persenning, alles. Riesenraum, sehr praktisch. Wir sind jetzt über die Heckbadeplattform eingestiegen, haben hier zum ersten Mal wirklich praktisch eine Übertrittsmöglichkeit. Wir haben zwar einen neuen Marinepool-Deckschuh angezogen, damit wir das Schiff nicht verletzen, aber trotzdem sehr praktisch. Leicht wieder zu schließen und wir sind schon in unserer Sitzecke. Rolle hinten können wir herausklappen und wir können auch hier wieder bequem sitzen, diesmal in Fahrtrichtung, mit den Leuten reden, kommen zum Tisch hin, haben eine wunderschöne große Sitzgruppe, Becherhalter, die gekühlt sind in diesem Fall, haben hier den Back-to-Back-Sitz, dass wir entweder gemütlich lehnen und liegen können oder, wenn wir das gerne wollen, auch in Fahrtrichtung den Wind auf der Nase spüren können. Das riesengroße Bimini spendet Schatten sowohl vom Fahrersitz bis nach hinten zur hinteren Liegefläche. Auf Wunsch gibt es auch Seitenteile zum Einzippen, die uns bei tiefer stehender Sonne immer noch einen Schatten gewähren in unserer Wohlfühloase. Die eben angesprochene Seitenteil zur Beschattung habe ich jetzt montiert für euch, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ganz leicht, ein kleines Gimmick. Backbord ist mit einem roten Marker markiert. Um den Glanz des Schiffes euch besser präsentieren zu können, haben wir jetzt das Bimini weggepackt. Es hat natürlich ein praktisches Verhüterli dabei, damit es immer eingepackt ist, wenn man es nicht braucht, nicht flattert. Das Dampferlicht oder das Fahrtlicht vom Motorboot ist auch dort oben. Man kann hier sitzen. Oder auch hier sitzen. Oder hier sitzen. Und wer von euch hat sich jetzt gemerkt, wie oft ich wo gesessen bin? Jetzt gehen wir an den wichtigsten Ort, an die Fahrerkanzel. Praktisch ist hier der Sitz zum Hochklappen, damit ich bei dem Manöver im Hafen einfach höher sitze, das Schiff übersehe und mich wohler fühle. Kurz noch das Armaturenbrett. Hier haben wir unser Navigationsgerät, das Bugsteuerruder, die Ruderstandsanzeige, die Spannungswarnanzeige und die Bedienelemente für das Buglicht, die Innenbeleuchtung, den Autopiloten und natürlich das Schiffshorn. Verbaut ist ein Fusion-Radio mit der Möglichkeit über USB, über einen USB-Stick Musik zu hören oder über das Handy. Auch daneben ist noch die Ladebuchse für Handy oder ähnliches. Was wir vorher beim Fahrersitz erwähnt haben, die Verstellbarkeit und natürlich lässt es ja auch vor. Verstellen und zurückverstellen und drehen. Wenn wir hier schon sind, greifen wir gleich gemütlich zu unserer Getränkeschublade und holen uns unseren Sekt heraus. Ein gern genommenes Feature, die Getränkelade. Wirklich praktisch, um die Gläser aufzuheben, dass sie nicht herumfliegen, auch bei schwerer See. Da ich ja immer für euch Probe liege, liege ich auch jetzt hier auf der Sonnenanbeterliege am Bug. Bequem, sicher auch problemlos zu zweit. Das, was wir bei jedem Stickel wirklich genießen, ist, dass es asymmetrisch gebaut ist, dass es Stiegen gibt, dass man ohne jegliche Probleme nach vor und zurückkommt. Wenn man Bug voran angelegt hat, mit einem Leinen-V, kommt man einfach mit Haltegriff wieder in den Vorschiffsbereich. Jetzt gehen wir weiter hinein in das Innere, in die Kabine. Ausreichend Platz. Jetzt nicht unendlich hoch, aber mit 1,80 kann ich hier noch halbwegs sitzen.
Es gibt hier unterhalb die Möglichkeit, wieder ein Chemie-WC hinzustellen und die Türe zu schließen. Wenn wir die Türe wieder öffnen, zeige ich euch noch kleine Features. Hier ist der Gewandkasten mit einem Schiebesystem, recht elegant gelöst und doch recht groß. Die Größe der Innenliege, phänomenal. Ich kann hier, wenn ich mit den Zehen unten anstehe, gerade noch bis nach vorne greifen. Und wir haben hier eine Luke zum Lüften, falls wir mal länger drinnen sind, damit die Luft nicht stehen bleibt. Auch schön ist die Decke, abgesteppter Himmel, sieht sehr, sehr edel aus. Wir hoffen, euch einen schönen Eindruck über das Boot gegeben zu haben. Wenn ihr mehr erfahren wollt, meldet euch bei uns, kommt zu uns im Geschäft vorbei. Wir können gemeinsam noch die restlichen Sachen des Boots erkundigen und anschauen. Und ich verabschiede mich jetzt von euch auf meiner Sonnenliege. Lasse die Füße baumeln. Baba und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße von Malicek Nautics. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Videokanal abonnieren.